Um die CO2-Emissionen der Wärmeversorgung in Ihrer Stadt zu minimieren, brauchen Sie einen komplexen Plan, ein riesiges Budget und Geduld bis 2050. Richtig? Falsch. Hier erfahren Sie, wie Wärme- und Kältenetze der fünften Generation Ihnen den Weg zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung bereiten. Und all das bei hoher Flexibilität, ausgezeichneter Skalierbarkeit und langfristig niedrigen Kosten. Wärme- und Kältenetze der fünften Generation basieren auf einem System aus zwei getrennten Kreisläufen. Einerseits warmes Wasser zum Heizen und andererseits kaltes Wasser zum Kühlen. Das Netz nutzt und verwertet Niedertemperatur, Wärme und Kälte, die in Haushalten oder bei Unternehmen anfällt oder aus lokal regenerativen Quellen bereitgestellt. Als Wärmequelle kann Erdwärme genauso dienen wie Abwärme aus Rechenzentren in Bürogebäuden, aus Klimaanlagen in Supermärkten und sogar aus Abwasser. Das Netz ist in der Lage, Abwärme weiter zu nutzen, indem Wärmepumpen und Energiespeicher installiert werden. Auf diese Weise kann die Abwärme eines Supermarktes die benachbarten Duschen eines Hauses beheizen oder auch andersherum. Sie können im kleinen Maßstab beginnen. Ein Rechenzentrum und einige Pilotkunden könnten Ihre erste Insel sein. Zukünftig können Sie dann einfach mehrere Inseln zu einem Netzwerk zusammenschließen. Wärme- und Kältenetze der fünften Generation ebnen den Weg zu einer nachhaltigen Stadt. Sie basieren auf einem geschlossenen Kreislauf und sparen dadurch bis zu 30% unseres Energieverbrauchs ein. Sie decken die restlichen 70% sowohl durch lokal wiedergenutzte Abwärme als auch aus erneuerbaren Quellen. Sie setzen auf Akteure vor Ort, um die lokale Wertschöpfung zu stärken. Dadurch tragen Sie entschieden zur Minimierung der Treibhausgasemissionen bei. Und das Wichtigste, es ist nicht nötig, bis 2050 zu warten. Sie können heute beginnen. Erfahren Sie mehr unter nweurope.eu/e2grids.